Wir wollen Deutschland gerechter machen. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, das ist wirklich toll, wenn man hier reinkommt. Proppenvolles Haus. Und mir tut wirklich von Herzen leid, dass wir so vielen sagen mussten, sorry, es ist voll im Kapitol, ihr könnt nicht kommen. Umso mehr freue ich mich, dass hier alle Plätze besetzt sind. Herzlich willkommen euch allen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Ich freue mich über alle, die da sind. Und dann begrüße ich den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und unseren Kanzlerkandidaten. Herzlich willkommen, Martin Schulz in Hannover. Heute haben wir eine völlig andere Situation, mit Ausnahme des Wetters. Wir stehen nicht mehr in den Umfragen bei 20%, wir stehen bei 30+x%. Wir haben in der gesamten SPD, eine ganz neue Stimmung. Also wenn euch heute jemand begegnet, wacher Blick, durchgedrückter Rücken und ein gewinnendes Lächeln auf den Lippen, das muss ein Sozialdemokrat sein oder eine Sozialdemokratin. Wir haben jede Menge neue Mitglieder und ich begrüße besonders herzlich die mehr als 100 neuen Mitglieder, die heute Abend hier sind. Herzlich willkommen in der SPD. Dafür muss es ja irgendeinen Grund geben. Das heißt, genau genommen, es sind schon mehrere Gründe. Also zum Beispiel, dass die SPD bewiesen hat, wenn es darum geht, das beste Staatsoberhaupt für Deutschland zu finden. Wir haben die richtigen Angebote. Und wir sind richtig stolz auf Frank-Walter Steinmeier, gerade in Hannover. Wir haben bewiesen, bei allen Schwierigkeiten, die sowas mit sich bringt, in der SPD ist man in der Lage, fair und anständig und solidarisch miteinander zu reden und auch auf dieser Grundlage einen Führungswechsel vorzunehmen. Das hilft uns auch, liebe Freundinnen und liebe Freunde. Aber vor allem haben wir eben auch einen Führungswechsel. Und es gibt ja in der deutschen Politologie einen neuen Fachbegriff, den Schulz-Effekt. Es ist darüber geredet worden, was macht wohl diesen Schulz-Effekt ausmachen. Also ich könnte jetzt des Langen und Breiten ausführen, warum ich ganz persönlich Martin Schulz für einen ganz tollen Typen halte. Aber ihr könnt euch gleich euer ganz eigenes Urteil bilden und das werdet ihr. Und wir wollen Veränderung in dieser Gesellschaft haben. Das ist die Botschaft der SPD. Und mit Martin Schulz verbindet sich der Anspruch, wir wollen mehr sein als der Co-Pilot in einer großen Koalition. Wir wollen gestalten. Wir wollen den Bundeskanzler in diesem Land stellen. Wir wollen Martin Schulz als Bundeskanzler. Also das ist meine ganz persönliche Interpretation vom Schulz-Effekt. Aber Martin, immer noch rauchten, ist unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs die SPD wieder gegründet worden. Unsere Geschichte, die der Stadt Hannover, verbindet sich ganz eng mit der Geschichte der Sozialdemokratie. Und in diesen mehr als 70 Jahren ist Niedersachsen durch Sozialdemokraten geprägt worden. Stellvertretend begrüße ich Oberbürgermeister Stefan Schostock und unseren Regionspräsidenten Hauke Jahrau. Herzlich willkommen. Mehr als 70 Jahre wird Hannover von der SPD regiert und ihren Repräsentanten. Ich habe es auch ein paar Jahre probiert. Das alles hat dieser Stadt gut getan und deswegen gibt es so eine enge Verbindung zwischen Hannover und der SPD. Du kannst dich hier zu Gast bei Freunden fühlen. Und ich hoffe, so geht's dir auch. Ah, der Fußballverein, der die Herzen der Hannoveraner dominiert, in guten wie in den nicht so guten Zeiten. Sogar der Fußballverein heißt bei uns nur die Roten. So ist das in Hannover. Ganz besonders. Wir wollen nämlich nicht nur die Bundestagswahlen gewinnen mit dir. Wir wollen hinterher 4 Monate später auch die Landtagswahlen gewinnen. Bei uns in Niedersachsen. Und du und ich und die Bundes-SPD und die Niedersachsen-SPD, wir haben dieselben Ziele. Wir wollen bei den Bundestagswahlen und bei den Landtagswahlen die stärkste Partei werden. Und wir wollen, dass die AfD nicht reinkommt, nicht in den Bundestag und nicht in den Landtag.
Lieber Martin, ich kann dir wirklich sagen, auf die niedersächsische SPD kannst du dich verlassen. Hier brennen ganz viele und wir freuen uns auf einen engagierten, auf einen kämpferischen Wahlkampf mit dir. Jetzt ist Zeit für Martin Schulz. Das Wort hat der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz. Schön, dass ihr da seid.